So, hallo liebe Leute, zu meinem allerersten Let's Play. Ich spiele heute für euch Bastion. Ich muss sagen, es hat mir sehr viel angetan in Steam. Ich habe es aber noch nie irgendwie jetzt wirklich mir angeschaut bis jetzt. Sprich, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es darin geht. Das Einzige, was mir gesagt wurde, ist eigentlich das komplette Gegenteil zu Limbo, und ich mochte Limbo jetzt nicht so besonders, deswegen dachte ich mir, naja, da ist das vielleicht schon mal ein bisschen besser. Und ja, ich schaue jetzt einfach mal rein. Ich war kurz vorher schon im Hauptmenü und habe mal gleich auf Xbox Controller umgestellt, weil ich finde, es ist einfach schöner zu spielen, gerade wenn hier auch noch die Buchstaben richtig angezeigt werden. Von daher gehen wir jetzt einfach mal auf Story und starten ein neues Spiel. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Anscheinend geht's sofort los. Ist ja recht interessant. Ground forms up under his feet as it point in the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. Also, gleich mal eine Waffe gekriegt. Der ich irgendwie hier wirklich alles kaputt hauen kann. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant, in the calamity. Okay, kann ich da irgendwie rüber? And then he falls to his death. I'm just. Ich muss sagen, interessanter Humor gefällt mir schon sehr gut. So, kloppen wir uns mal hier durch. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Starts to feel his bruises though. Okay. Wüsste jetzt gar nicht, von was ich Schaden gekriegt habe, aber na gut. Kid just rages for a while. Also was mir schon gesagt wurde, also anscheinend ist es so, dass diese Texte, je nachdem was man gerade macht, sich verändern. Finde ich auch mal eine nette Idee, also ziemlich schlau gemacht dafür, also nur ein Indie-Game ist es ja. Sind schon gute Ideen gekommen und finde bis jetzt eigentlich auch recht schön umgesetzt. Peter falls out of the sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. Gotta hold it still to spin up the chamber. Eine Waffe. Nachladen. Achso. Ist das ja nervig. Also hier unten rechts sieht man anscheinend die Schussanzeige und der Balken drunter gibt dann immer an, wie lange es dauert, bis es nachgeladen hat. Anscheinend hier aus dem ganzen Zeug, was man hier umkloppen kann, kommen auch Kristalle raus. Hm. Oh. Okay, also man verliert auch Leben, wenn man runterfällt. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. A school of squirts tunnels up around him. Must have fled here from the mines. Kann ich jetzt nochmal trinken? Ups, was hab ich jetzt? Achso, also anscheinend kann man hier Tränke nehmen, zu sich nehmen. Weiß jetzt gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber es geht wahrscheinlich nicht, wenn ich volle Leben habe. Und an dem Brunnen kann man die anscheinend aber wieder auffüllen, sodass man anscheinend, wie hier oben, immer drei dabei hat. Kristallspanne. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. Kristallspanne, ein Andenken.
Ein rußbeschmiertes beschmiertes modisches Accessoire. Sie ist von enormem Wert, sentimentalem Wert. Sorgt außerdem dafür, dass das Haar nicht selbstständig macht. Sich nicht selbstständig macht. Am besten aufbewahren, nur für alle Fälle. Ja, kann man ja immer gebrauchen. Was haben wir hier? Stadtwappen. Ein Andenken, eine Identifikationsmarke aus der alten Zeit. All jene, die offiziell im Dienst der Stadt standen, trugen den Stern von Caledonia. Er soll Wärme, Fleiß und Opferbereitschaft symbolisieren. Symbolisieren steht. Okay, kenne ich nicht das Wort. Schauen wir mal, ob wir hier noch weiter können. Ah, das sieht doch gut aus. Nein! Oder auch nicht. Okay. Also ich sehe es gerade, mit Y kann man dann den Trank zu sich nehmen, wenn man kein Leben mehr hat. Und am Brunnen, also wenn man Leben verloren hat, am Brunnen kann man es wieder auffüllen. Tut mir noch gerade ein bisschen mit der Steuerung schwer. Das ist schwer, aber... Ach, hier geht's weiter. Guck mal. Das war's hier wohl. Gehen wir mal hier rein. Salut. Wenn du verletzt bist, drück Y nicht mehr. Da steht's ja. Weißt du? He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Tja, wer der dann? Also ich muss jetzt schon mal dazu sagen, es ist wirklich mein allererstes Video irgendwie Let's Play. Deswegen müsst ihr es mir verzeihen, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so viele Kommentare von mir gebe oder vielleicht noch nicht ganz sehr gute. Aber ich tue jetzt einfach mal, was ich kann, und ich hoffe, ihr könnt ja dann irgendwie in die Kommentare schreiben, was ich besser machen könnte. Und nichtsdestotrotz hoffe ich einfach mal, es gefällt euch. The security takes it for a petty thief. Okay, ein Schild. Oh, anscheinend macht er sich selber Schaden, wenn ich direkt davor komme. Ah. Special delivery. Gas, fellas. Oh. Ups. Windbags start turning up for last call. Ich muss sagen, mich ärgert es jetzt schon fast ein bisschen, dass die Waffe so schnell oder so oft nachladen muss. Ich hoffe mal, da findet man irgendwie später noch so ein Upgrade oder ähnliches. Big old fella pops out in front of the kid. Autsch. Okay, also ich sehe hier gerade, man kriegt hier auch Erfahrungspunkte und da oben auch eine Erfahrungsanzeige. Das heißt, anscheinend gibt es hier auch Level. Kid sees the way to the bastion out the window. Was sie dann genau bringen, weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Oh, ist das eine Statue? Rondi always wanted his ashes scattered here. So, oder geht's hier vielleicht noch irgendwo weiter? Nein, das sieht ziemlich final aus. Gut, dann gehen wir mal wieder raus.